Na, wie geht euch das? Wir sind wieder beim kleinen KI-Turnier aus der Modschmiede und wir haben heute das allererste Entscheidungsspiel um Platz 7. Das bedeutet, wie auch immer das Spiel heute ausgeht, die Platzierungen werden dann endgültig und fix sein und das ist jetzt auch die letzten Mal, wo man die jeweiligen Teams jeweils sehen wird. Heute haben wir Pibaron, bestehend aus der Turniermücke und Iron Kaputt gegen den Arsch und das Vlies mit Jason vom Vlies und den Arsch mit Ohren. Wir gucken uns das hier nochmal an. Genau, hier sehen wir nochmal den ganzen Verlauf, wie sich das jetzt hier mit den Paarungen ergeben hat. Ne? Enges Spiel gewesen zwischen den Arsch und das Vlies. Und ja, letztes Mal die klarste Vorstellung überhaupt, wie die Tusk-Schweinchen über den Pibaron rübergerollt sind. Also das war wirklich ohne Wenn und Aber die dominanteste Vorstellung bisher im ganzen Turnier. Jo, und da finden wir uns wieder, das Spiel um Platz 7 zwischen den beiden. Wer verliert, ist Platz 8 und wer gewinnt, Platz 7. Im ersten Entscheidungsspiel darf unser Glücksrad natürlich nicht fehlen, wo wir hier als erstes Spiel Teilnahme natürlich erst ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. KI-Kämpfer auch. Und wir spielen auf Hammer and Anvil. So, und wir drehen natürlich nochmal eine zweite Runde, damit wir hier ermitteln, wer die Seitenwahl bekommt auf der ersten Karte. Und zwar der Pibaron. Jawohl, alle Vorbereitungen sind getroffen. Wir haben eine kleine Änderung. Hier steht der Iron Kaputt jetzt auf Hammer and Anvil mal an der Front. Und ja, die Mücke ist heute blau, passt dann auch ganz gut mit Blau und Schlumpfblau und Arsch mit Ohren ist hinten Jason an der Front. Ja, wir legen hier einmal los und gerade hier beobachten wir natürlich im ersten Entscheidungsspiel gleich das Spektakel. In der Mitte müssten ja auch beide KIs hier aus dem zweiten Template sein, was deutlich weiter nach vorne ging. Man sieht sie jetzt auch schon, wie weit die hier quasi vorragen. Und ja, Jason hat ja bekanntlich hier seine eine Feuerballiste und einen Tribok. Da muss man mal sehen, was sich da so ergeben wird. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde hier noch mal ein paar Worte zu den KIs verlieren. Und ja, ich fange einfach mal mit Iron Kaputt an, weil ja, da sind die Sachen so ein bisschen am offensichtlichsten, was man anders hätte machen können. Also, ja, er hat ja nur europäische Truppen, Bogenschützen, Armbrustschützen, Pikiniere und Schwertkämpfer und er hat halt nur 4 Waffenproduktionen, 2 ja, Pfeilmacher, die machen nur Bögen und 2 Rüstungsmacher. Das bedeutet, er muss sich alle Schwerter kaufen. Er muss sich alle Piken kaufen und ja, die Produktion läuft da halt nicht so gut. Also es wäre 1000-mal besser, wenn man die Produktion da deutlich besser weniger machen würde und mehr Waffenproduktion, weil das lohnt dann einfach deutlich mehr. Ansonsten, ja, das größte Problem, so beim Iron Kaputt, konnte man ja gerade im letzten Spiel extrem gut beobachten. Er hat halt einfach keine Truppen, ne? Und ja, dann kommt so ein Assassin-Raid relativ früh und räumt da einfach alles weg. Und ja, die KI ist quasi tot. Nur durch 3 oder 4 Truppen. Also da natürlich, ja, die Build-Order. Ne? Also da braucht man einfach Truppen zum Anfang. Ist halt generell, was viele Anfänger machen. Aber es hat Baronschik auch einfach so geschrieben. Ne? Ja, er weiß halt einfach nicht, was er... wie er das verbessern kann, einfach ganz offen und ehrlich, ne? Also ist denn ja auch vollkommen in Ordnung, als wenn man sich da irgendwie alles rum hinstellt. Also ja, viel, viel weniger Wirtschaftsgebäude am Anfang, viel mehr die Gebäude staffeln. Das ist so die goldene Regel, dass man die ganzen Bauschritte immer so ein bisschen verzögert, der KI zwischendurch auch Luft lässt. Weil ja, gerade das ist immer so das Ding, wenn man die ganze Wirtschaft von Anfang an einfach hinzimmert und keine Truppen hat, ja, dann
ist da zwar schön, dass die ganze Wirtschaft steht, aber verteidigen kann man sie trotzdem nicht. Ja, also er hat ein relativ hohes Recruit-Gold-Threshold von 150, also rekrutiert auch relativ spät. Das könnte man definitiv so ein bisschen mit dem Waffenkauf auch so ein bisschen machen. Und eine seiner größten Schwächen ist natürlich auch, er ist ja der absolute Brandherd. Wenn ihr einmal irgendwo angezündet wird, dann springt das hier überall rum und ja, ist quasi Feierabend. Ne? Das würde mir so alles zum Iron kaputt spontan einfallen. Wir sehen jetzt schon so ein kleines Battle. Oh, da wird die erste Kuh geschmissen. Ich wollte, glaube ich, auch erstmal eigentlich mit der Mücke weitermachen. Hoffentlich haben wir die Zeit dazu. Ja, muss ich schnell machen. Also bei der Mücke, natürlich so das Offensichtliche, ne, dass sie nie zum Angreifen kommt, weil sie 30 arabische Bogenschützen-Sorties hat, die eben auch noch mehr werden, dennoch 20 Kolbis, was an sich okay ist. Aber man sieht hier auch schon, die Mücke hat 4 Vorratslager, die überhaupt nicht ausgenutzt werden. Also ja, hätte man ein anderes nutzen können. Plus, was glaube ich sogar mit das größte Ding ist, die Mücke hat so krass hohe Werte im Ressourcenlagern. Also die hatte glaube ich Max Ressource Azer, wo Eisen, Hopfen, Mehl und so was gelagert wird auf 20 und dann auch nochmal eine Variable von 20. Also das ist immer so ein Puffer, wo die KI noch so ein bisschen Varianz nimmt, bevor sie wirklich das verkaufen tut mit dem Marktplatz. Und ja, das ist halt einfach so hoch. Ich glaube, die Mücke hat irgendwie 2 oder 3 Schmieden. Also da würde das selbst mit 5 reichen, weil alle, das ist halt alles einfach Gold, was sie hier jetzt einlagert. Kann natürlich im Late Game mal irgendwann gut sein, aber bei so wenig Schmieden bringt das halt einfach gar nichts. Ne? Holz kann man richtig viel einlagern, da bringt das Verkaufen ja nichts. Dann kann man später noch die Gebäude nachbauen, aber ja, deswegen macht die Mücke halt auch relativ wenig Gold, kommt zu relativ wenig Truppen. Allein das würde schon unglaublich helfen. Und ja, hätte man einfach, wie gesagt, ein Vorratslager vielleicht sogar weglassen können und immer noch mehr Holz einstellen. Das hätte schon sehr geholfen. Wir gucken jetzt mal hier bei Jason. Ja, der schickt hier schon seine arabischen Bogenschützen-Sorties. Also, ja, die können generell immer so ein bisschen Thema sein. Ne? So eine kleine KIs kann immer ein bisschen nach hinten losgehen, dass sie dadurch komplett ausgeblutet wird, weil die halt sehr, sehr teuer sind. Und die KI rekrutiert die halt wirklich immer sehr priorisiert. Bisher halten sich hier aber beide eigentlich relativ gut, muss man sagen. Also auch Iron kaputt. Gucken wir mal an die Zahlen. Naja, 28 Truppen. Jason hat schon 88 Truppen. Kommt jetzt hier auch mit seinem ersten Angriff. Aber Jason gibt das eigentlich nicht so viel. Das Allergrößte, was mir aufgefallen ist, dass er nur 30 Holz lagert. Das ist schon extrem wenig. Also da werden halt so viele Lieferungen auch schon am Anfang dann reinkommen, dass er das immer so ein bisschen verkauft. Ich glaube, er versucht da so ein bisschen gegen zu steuern, weil er wenig Holz verlässt und da ist es passiert. Der Panzer brennt wieder. Da wurde oben durch die Luke einmal eine Granate reingeschmissen und jetzt brennt hier alles. Um Gottes Willen. Ja, das fällt mir auch noch ein. Ich persönlich habe schon ewig keine Wassertröge mehr verwendet. Wenn, ja, eigentlich nur, weil ich irgendwie dachte, passt da ganz geil an der Stelle. Ansonsten immer Brunnen benutzen, ne? Die passt immer irgendwo gut in irgendwelche Lücken rein und kann man deutlich mehr verteilen, weil die rennen, glaube ich, auch mal alle an dieselbe Stelle. Und hier ist natürlich auch das Ding, hier ist alles am Vorratslager rangebaut. Der Pennerhof brennt, das bedeutet hier, ja, fackeln die ganze Zeit die Bauern ab. Ja, es sah eigentlich gar nicht schlecht für ihn aus, weil 2 dicke Türme schon aufgestellt, die Mangel ist schon am Start. Aber ja, er hat halt einfach keine Truppen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding, was Jason hier im Close Combat trotz, wenn man sich das hier anguckt, unterlegener Burg,
denn doch letztlich überlegen macht. Ne? Seine Feuerballiste schießt sie jetzt wahrscheinlich schon die letzten Bogenschützen weg. Ja, was fällt mir noch zu Jason ein? Das hier ist natürlich, ich denke mal schon, das ist so ein bisschen auch nicht unbedingt gewollt, aber es wurde halt in Kauf genommen. Ne? Diese Feuerfront hier vorne haben wir ja auch ganz, ganz oft brennen sehen. Oh, die Mücke kommt jetzt hier aber an der Seite. Was hier aber gut gemacht ist, ob bewusst oder nicht, da das Feuer halt nicht nach innen überspringt. Ne? Und genau, da hatten wir letztes Mal schon mal gesagt, 3 Mühlen bei einer Produktion ist natürlich kompletter Overkill. Zumindest, wenn man nicht genug Getreide macht, hier sieht es ganz gut aus, dann kann das einmal verkauft werden. Aber ansonsten ja hier die Pfeilmacher unbedingt näher am Vorratslager hinstellen, weil die laufen ja mal dreimal. Ne, die Bäckereien müssen nur einmal stratzen, das heißt, das wäre deutlich besser, wenn die weiter hinten stehen würden. Tja, ich glaube, viel mehr gibt es bei Jason. So, zumindest auf den ersten Blick gar nicht. Den Rest kann man alle zu machen. Man sieht schon, er ist halt recht aktiv. Er hat halt einige bewusste Schwächen wirklich eingebaut. Ne? Er hat keine großen Türme. Er hat wirklich nur die 2 Wachtürme ein bisschen weiter nach hinten verlagert. Also, ja, alles in Ordnung, recht aktiv. Aber wir sehen hier ein absolutes Phänomen. Die Mücke kommt hier mit richtig vielen Streitkolbenkämpfern raus. Werf mal einen kleinen Blick nach hier. Ja, sie wurde ja hier extra auf der Karte nach hinten verlagert. Vielleicht ist das jetzt die absolute Gewinnstrategie, mit der keiner gerechnet hat, dass die Mücke vielleicht irgendwann im Jahr 95 ihren ersten Angriff rausholt. Da kommt jetzt aber der Arsch mit Ohren. Da klackern überall die Leitern ran. Und ja, hier ist auch eine Treppe. Das heißt, sie können auch funktionieren. Ja, da sehen wir jetzt schon. Da kommen noch ein paar Kolbis. Jo, die stratzen hier auch schon rum. Wie viel Leben hat der Wagenführer vom Panzerkampfwagen? Nicht mehr viel. Das ist schon der erste Kill vom Arsch mit Ohren. Da freut sich Lord Phoenix jetzt natürlich. Da hat sein Team hier zusammen mit Jason von Conti in Führung geht. Jo, also kann man sich jetzt drüber streiten, wäre die Mücke vorne besser gewesen? Schwierig, haben wir ja auch öfter gesehen. Sie ist da letztlich auch nur runtergegangen, von daher finde ich das doch gut, dass einmal mal ausprobiert wurde, ne? Was soll schief gehen? Mehr als verlieren kann man ja so oder so nicht, aber so hat man zumindest mal auch mal ein paar andere Möglichkeiten ausprobiert. Jo, denn gucken wir uns jetzt noch mal ganz in Ruhe den Arsch mit Ohren an. Also, das ist ja hier die allererste KI von Lord Phoenix und dafür muss man definitiv sagen, rein von der Burg für die allererste KI ist das definitiv schon gut. Also, ja, da sieht man sonst immer ganz, ganz andere Sachen. Ne, diese typischen Quadrate mit 300 Armbrustschützen, Wall-Dev und hast du nicht gesehen. Und alles super effizienzplatziert hier. Soweit für eine allererste Burg. Auf jeden Fall schon ein richtig guter Anfang, auf den man aufbauen kann. Ja, IC-technisch sind bei ihm gar nicht so viele Sachen drin. Zumindest mit den letzten Fixes. Kette hier vielleicht ist halt auch ein bisschen eng mit Holz und Steine. Man sieht es hier schon, weil hier auch noch Hopfen und Bier sind. Ich persönlich hätte da noch vielleicht ein drittes Vorratslager gemacht. Übrigens bei Jason auch. Wenn ich Brot mache, definitiv immer 3 Vorratslager. Weil Getreide zählt ja an Max Food und wenn da doch mal mehr eingelagert wird, dann kann es da ganz schnell eng werden. Ja, und allein damit man ein bisschen mehr Holz einstellen kann, definitiv immer gut. Ja, hatten wir noch irgendwas beim Arsch mit Ohren? Ja, das habe ich ja schon öfters angesprochen, dass der Arsch mit Ohren hat man in den letzten Spielen immer so ein bisschen gesehen. Er ist halt natürlich langsam. Ne? Er hat eine relativ hohe Attack for Space von 50. Er hätte das Potenzial mit seiner Einheiten-Kombi.
richtig flott zu sein, ne? Also so ein bisschen Elite-Söldner-Style von mir aus dem ersten KI-Turnier, der ja quasi als eigentlich relativ normale KI, also die hat für heutige Verhältnisse irgendwann Ende 84, Anfang 85 angegriffen und galt das schon als Rush-KI. Aber einfach, weil die Build-Order von den ganzen KIs damals noch so schlecht gewesen sind. Da sind viele hier, glaube ich, tatsächlich sogar schon eine Verbesserung. Ist natürlich auch vom Format her schwieriger. Jo, einfach die Armbrustschützen weg. Also Arsch mit Ohren hat noch 45 Armbrustschützen im Angriff. Ja, die letztlich im Angriff wirklich nicht wirklich viel bringen. Die stacken dann halt auch einfach nur so ein bisschen den Bergfried. Obwohl es bei ihm noch geht. Also allein das hätte den Spielraum natürlich aufgemacht. Er produziert nur Bögen. Ne? Das hätte schon sehr geholfen. Attack for Space so ein bisschen runtergemacht. Und ja, wie bei allen KIs, immer Build Order. Ne? Hier ist relativ viel Potenzial mit den ganzen Wassergräben, dass man die in einzelnen Steps setzt. Ansonsten, wenn nichts mehr übrig ist, mit Mauernstücken oder eben Treppen, was auch immer man da bevorzugt. Ja, dass man der KI nicht die ganze Wirtschaft aufbauen lässt, sondern immer so stufenweise, ne? Erst so zwei, drei Waffenprojektionen. Wirklich nur das Notwendigste. Und damit die KI zwischendurch halt einfach mal so ein bisschen Pufferraum hat, um zu rekrutieren. Das ist eigentlich so die erste wichtige goldene Regel bei der Build-Order, könnte man sagen. Ne? Wir gucken uns jetzt mal, jetzt habe ich hier so lange gequatscht. Ja, also die Mücke steht hier hinten schon und ja, sie hat nur noch 58 Truppen. Ich glaube auch, die Mücke hat einen sehr hohen Rekrut-Gold-Threshold mit 300 oder so, schon extrem hoch, dass sie da erst anfängt zu rekrutieren. Ja, jetzt kommt hier einmal der Arsch mit Ohren raus. Ich mach mal ein bisschen schneller. Schließt sich vielleicht der Jason an? Ja, hier ist wieder so eine richtig fette Keulentruppe von der Mücke. Ja, sie konnte sich mal kurz entfalten, aber dadurch, letztlich hat das Spiel entschieden jetzt natürlich, dass der Panzerkampfwagen Iron Caput hier komplett abgebrannt ist. Wenn der länger gehalten hätte, vielleicht hätte man da mal einen Angriff gesehen. Boah, jetzt zeige ich den Schluck auf, so. Ja, buddelt schon ganz gut auf. Ja, aber ich finde, allein hier sieht man jetzt schon, er hat eigentlich schon mit recht vielen angegriffen, ist aber halt super, super ungefährlich. Ja, jetzt schließt sich Jason an. Er hat natürlich allein durch die arabischen Schwertkämpfer auch ein bisschen mehr Punch, lenkt hier noch so ein bisschen mit den berittenen Bogenschützen ab, also ja, letztlich Schützen sind ja meistens in solchen Zahlen immer eher dazu gedacht, so ein bisschen einmal für die Nahkämpfe abzulenken. Ja, hat hier auch richtig schön die Slinger in so einer heimlichen Seitengasse. Von da hinten schießt einfach eine Feuerballiste, überhaupt kein Problem. Ich mache jetzt mal bedeutend schneller. Ja, das sind vielleicht sogar noch hier die Backup-Truppen. Jo. Die schnetzen sich hier an dem Gang durch. Steht da... Nee, da steht kein Feuerwerfer. Die Mücke hatte ja tendenziell auch eine mögliche Feuergasse. Jo, jetzt wird hier der Beschuss aufgenommen. Das sind, glaube ich, sogar noch welche von... Nee, das sind vom Arsch mit Ohren. Ja. Wie gesagt, er hat eigentlich eine richtig schöne... fixe Einheitenkombi, Lanzenträger und Streitkolben. Und das wird's, glaube ich, gewesen sein. Jo. Der Arsch mit Ohren holt den zweiten Kill. Jason hat in der Mitte den Weg bereitet, indem er den Panzerkampfwagen einmal angezündet hat. Ja, auch wieder relativ schnell vorbei, ne? Panzerkampfwagen in 86 gefallen. Turniermücke in 1191. Jo. Dann geht damit der Arsch und das Vlies hier im letzten Entscheidungsspiel um Platz 7 1:0 in Führung. Und nach dem ersten Spiel drehen wir nochmal voller Freude hier unser Glücksrad. Ja, mal gucken, ob das ein Team hier vielleicht sogar nochmal drehen kann. Wir gehen jetzt auf
Front to Back. So, dann haben wir hier mal die Aufstellung gemacht. Hier gibt es jetzt wieder eine kleine Änderung. Die Mücke steht hier jetzt auf Front to Back an der Front. Der Iron kaputt wieder dahinter bei der Arsch und das Vlies. Alles so wie immer, Jason an der Front. Der Arsch mit Ohren dahinter. Und dann würde ich sagen, legen wir hier einmal los und ja, schauen uns an, ob das hier vielleicht irgendwas ändert, ob der Karte das für Pi-Baron hier besser liegt. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, gerade Jason natürlich auch sehr, sehr eklig für Iron kaputt, weil der eben die Feuerballiste hat und sobald er einmal anzündet, gerade wenn die ein bisschen näher sind, ja, dann wird es halt einmal schon schwierig. Ne? Der kann sich halt einfach gar nicht löschen. Auch hier ist jetzt schon so ein bisschen Beschuss auf die, auf den Ochsenjoch von der Mücke. Aber gut, ich glaube, damit kann sie zumindest so ein bisschen leben. Wir gucken uns mal hier an, die ganzen Steinbrüche stehen. Das läuft zumindest soweit alles ganz, ganz gut. Hier auch die ganzen Farmländer, eine ganze Menge Pechgruben hier am Start. Ja. Oha, ja gut, der Ochsenjoch, der wird die Statistik der zerstörten Gebäude wahrscheinlich ganz schön in die Höhe treiben. So, da kommt ein Holzfäller für die Mücke, ja, kann sie definitiv, glaube ich, auch brauchen. Da blutet jetzt gerade am Anfang natürlich auch ganz schön das Holz aus. Und hier von der anderen Seite schießt der Tribok von Jason. Ja, das ist natürlich auch so ein Ding, ne, da wird hier, glaube ich, noch ein Haus oder was das ist vorbauen und dann das Schussfeld verbauen. Da muss man bei den Tribocken immer aufpassen, dass man da nichts vorbaut. Hat hier sogar eine Pechgrube mitgenommen. Ja. So, da kommt Stein rein bei der Mücke. Ja, baut hier hinten ein großes Türmchen. Uff, da wurde eine Steinlieferung abgeschossen. Das tut natürlich weh. Ja, glaube, da hier keiner redet und sowas. Kann ich hier getrost ein bisschen höher stellen. Ja, mal gucken. Kriegt der Iron kaputt hier deutlich mehr zustande. Ja, bei ihm hat sich ja so ein bisschen das Sprichwort eingebürgert, da der Sand im Getriebe hat, weil er immer so schwer in die Gänge kommt. Ja, also für Pi-Baron geht es jetzt natürlich um alles. Sie müssen das Spiel hier drehen, um noch eine Chance auf Platz 7 zu haben. Wenn sie das hier verlieren, dann ist der Arsch und das Vlies sicher auf Platz 7. Ja, hat hier schon einige arabische Bogenschützen, aber noch nicht wirklich allzu viele. Wir gucken uns mal die Truppenzahlen an. Ja, um die 25 Truppen. Jason hat wirklich schon mit großem Abstand die meisten vor allen anderen KIs. Also sieht man definitiv auch, da er zumindest so von der ganzen Abstimmung am rundesten läuft. Ja, da kommt eine ganze Menge Eisen. Uff, ja, wenn das die Mücke hier schon alles mal so ein bisschen verkaufen würde, hätte sie jetzt gerade in der Anfangsphase schon so viel mehr Gold, hätte auch deutlich mehr Truppen. Ja, das hier sieht wirklich noch relativ dünn aus, aber Holz und Steine ist ja alles schon so ein bisschen da, sollte auf jeden Fall schon ganz gut helfen. Was ist eigentlich mit den Ochsen da gerade gewesen? Haben die da nur angeditscht immer? Weiß es nicht. Da ist jetzt auf jeden Fall auch schon die Balliste. Oha, da kommen jetzt eine ganze aus dem Hintergrund auf einmal ein ganzer Mückenschwarm raus. Uff. Balliste auch schon hier am Start. Da auf dem Boden war tatsächlich auch eine, die wurde aber wieder abgeschossen. Ja, kann vielleicht mal hier irgendwann gegen Jason so ein bisschen was machen. Ja, glaube, der Iron kaputt, gucken wir mal rüber, sollte mittlerweile auch schon ganz gut angelaufen sein. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist wahrscheinlich wirklich der Stall. Ansonsten müsste er voll ausgebaut sein. Ja, auch der Arsch mit Ohren ist hier natürlich im Hinterland davon betroffen, dass die Ressourcen deutlich langsamer reinkommen. Hat hier aber auch schon 108 Truppen. Mücke, ja, um die 50. Also, ja, es könnte schlimmer sein. Der Bergfried ist schon sehr, sehr gut gesteckt. Oh, und da kommen jetzt tatsächlich die ersten Ritterchen von Iron kaputt raus. Ja, nicht allzu gut gelaufen.
nur irgendwie eine Apfelfarm oder so mitgenommen. Da kommt jetzt schon der Arsch mit Ohren. Wo sind die arabischen Bogenschützen? Da klettern schon einige hoch. Ich glaube, die haben die Anzahl halt erreicht und sind jetzt nicht mehr auf dem Bergfried. Das kann tendenziell natürlich für die Mücke gerade am Anfang eher ein Nachteil sein. Der Jason ist, glaube ich, hier noch mit den Briten und Bogenschützen, müssten auch Patrouilleinheiten sein. Ja, und da stand hier eine Feuerwehrliste, konnte aber nochmal abgewehrt werden. Und jetzt rückt Iron Caput hier einmal nach vorne. Die Mücke hat hier einmal eine Feuerballiste gebaut. Richtig guter Ausfall hier gewesen von der Mücke. Ja, da stehen jetzt die ganzen Sorties. Gar nicht mal schlecht. Hier im Hinterland. Und die Mücke knüppelt da einmal kräftig rein. Iron Caput hat seine Belagerungsgeräte ganz gut aufgestellt bekommen. Und scheppert hier bei Jason jetzt ordentlich rein, muss man sagen. Also darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen. Jede Sekunde, die die Mücke hier jetzt noch bekommt und zusätzliche Truppen holt. Ja, und so viel hat Jason auch noch gar nicht, muss man tatsächlich sagen. Wird natürlich nicht tödlich werden, aber ja, man sieht hier auf jeden Fall schon wieder seine empfindliche Front. Und da brennt es jetzt auf den Tribok. Hat sofort abgefackelt. Er brennt sich damit zwar auch seine eigenen Truppen so ein bisschen ab, aber alles in allem denke ich, dass das eine recht gute Aktion vom Iron Caput war. Ist hier reingekommen. Kornspeicher steht noch. Waffenkammer auch noch. Da ist die Burg hier an der Stelle offen. Da muss er aber ganz schnell zumachen. Da kommt gerade ein Ochsenjockel. Jo, da hat er nochmal Glück gehabt, dass er hier zugebaut hat. Und jetzt hat die Mücke hier ihre Feuerballiste aufgestellt bekommen. Brennt hier bei Jason tatsächlich wieder an. Den Bäcker, der kennt kein Problem. Komplett abgebrüht, der Wichser brennt, backbackelt auf sein Boot. Während das außen um ihn herum zündet, ja, ist wahrscheinlich ein Bäcker mit Erfahrung vom Londoner Stadtbrand 1666. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ist das schon wieder ein Angriff von Iron Caput? Und ist das etwa... Nee, das ist kein Angriff von der Mücke. Das ist nur ein Ausfall, aber es sieht halt immer so krass aus, ne, wenn die hier ausdrückt. Aber der Arsch mit Ohren macht hier einen entscheidenden Ausfall. Ja, gar nicht übel, denke ich. Irgendwie muss er ja sein Kumpel Jason verteidigen. Der ist ganz schön eingedrückt. Aber er hat hier eine richtig gute Schutztruppe abgestellt. Die Bogenschützen. Ich glaube, Engage müssten die beim Arsch mit Ohren sein. Ja, auch immer tendenziell ein Slot. Die gehen ja so auf größere Truppenansammlungen. Manchmal gehen sie auch so ein bisschen auf Gebäude mit der aggressiven Haltung. Ja, aber tendenziell auch sehr, sehr gerne ein Slot, der sich bei sowas hier verbuggt. Jo, und die Mücke hier schon wieder angezündet. Ich muss jetzt hier unbedingt einmal an die Zahlen gucken. Die Mücke steht sage und schreibe kurz vor 100 Truppen. Der Iron Caput hat natürlich riesige Goldvorräte, weil er hier, glaube ich, auch irgendwo noch steht. Jo, mitten in der Burg. Und das sind halt, das sind einmal Raids und einmal Sorties. Ich weiß nicht, welche sind. Aber ich würde vermuten, ich weiß es nicht. Die sind hier in der Burg drin. Und jetzt ist es offen. Und dadurch lösen sich vom Iron Caput natürlich noch die anderen Truppen jetzt. Die ganzen Backup-Truppen und die ganzen Schützen. Und können hier einmal vorstellen, ja, das sind die Raids. Wo gehen die hin? Nochmal Glück gehabt. Nicht auf Kornspeicher oder Waffenkammer. Aber die können jetzt hier auch schon eine richtig krasse Front aufbauen. Und jetzt kommt Iron Caput mit den Rittern. Nochmal richtig Glück gehabt. Die Ochsenarbeiter haben die sogar weggeschossen. Also, das sieht hier ziemlich düster aus für den Arsch und das Vlies. Jason ist schon richtig krass eingedrückt und er hat keine Medizin mehr so wirklich gegen die Katapulte hier. Mücke! Um Gottes Willen.
Jo, ey, richtig schöne Ausfälle hier. Hat man bisher selten gesehen, aber umso schöner, wenn man es denn mal sieht. Ja, Katapulte, die hier kurz vorm Exitus. Ja, Mücke schickt hier halt einfach ohne Unterlass immer weitere Truppen raus. Ja, das hier müssten die Raids sein, die sich erstmal noch sammeln. Ist die Frage, würde vermuten, ja, da rückt jetzt Iron kaputt aus. Wir haben leider im Jahre 93 immer noch keinen Angriff von der Mücke gesehen. Aber vielleicht ist es jetzt tatsächlich soweit. Die ganzen Massen, die sich hier halt sammeln, ne? Das ist alle Zeit, die die Mücke jetzt bekommt, die ganzen Sondertruppen nicht nachrekrutieren muss. Uff, die Ritter nehmen hier noch einmal so ein bisschen das Feuer mit. Ja, die ganzen Pikiniere strömen jetzt so langsam nach vorne. Sie bräuchten halt mal einen Durchbruch. Oh, aber wieder gute Aktion vom Arsch mit Ohren. Genau jetzt, wo Jason quasi kurz vorm Tod steht, kommt er hier und versucht nochmal so ein bisschen zu helfen. Ja, er strömt jetzt nach vorne. Ich denke nicht, dass das schon irgendwie entscheidenden Einfluss haben wird hier. Ist so ein bisschen tot der Winkel, aber auch nicht so wirklich. Ja, da kommen jetzt aus dem Hintergrund noch die ganzen Schützen, aber die werden letztlich in der Realität nichts ausrichten. Die werden hier wahrscheinlich von den arabischen Bogenschützen und den Rittern von Iron kaputt zunichte gemacht. Oh, Baracken sogar zerstört. Jo, er sammelt sich weiter und ja, er hat halt auf dem Bergfried quasi immer noch nichts, die Mücke, muss man sagen. Hat jetzt 106 Truppen. Also steht immer so ein bisschen auf der Stelle. Aber jo, die Mücke macht jetzt hier auf der Seite auch schon richtig krasse Ausfälle. Wenn sie den Turm hier mal noch so ein bisschen klären, dann könnte es auf jeden Fall schon düster werden. Da ist auch eine Feuerballiste. Ich glaube, ich mache jetzt definitiv schon mal ein Stückchen schneller, aber was mir auch Sorgen macht, sind die Ritter vom Iron kaputt, die, glaube ich, so nach und nach immer mehr Außenwirtschaft hier von Jason wegräumen. Alles, was ich hier sehe, ist eigentlich fast nur vom Arsch mit Ohren und der Mücke. Ich gucke mir mal den Kornspeicher an. Ja, der ist leer. Der Kornspeicher ist leer und der eine Wachturm ist kaputt und jetzt gefallen. Uff. Und da steht Iron kaputt vor der Haustür, sammelt sich hier und ich denke, der wird jetzt hier einmal abräumen. Außer die Mücke entscheidet sich, aber nee, das wird sie nicht. Dazu, ja, hat auch negative Beliebtheit schon, Jason. Ja, das war eine schöne Teamkombination hier von Mücke und Iron kaputt, muss man sagen. Die Mücke, die ganze Zeit immer mit den ganzen Schwirren ablenkt und ja, in der Zeit kommt Iron kaputt mit den ganzen Störtruppen durch. Da steht der Arsch mit Ohren jetzt alleine da auf und Iron kaputt ist jetzt natürlich dadurch, dass er auch mal die ganze Zeit mit seinen ganzen Backup-Truppen und so weiter hier in der Burg gestanden hat, von der Mücke so krass auch mit den Goldwerten skaliert, da hat er jetzt wahrscheinlich einen Angriff nach dem anderen rausdonnern kann und jetzt sich eben auch nicht in der Burg verhakelt. Ja, Arsch mit Ohren auch, wie gesagt, relativ tanky unter gewissen Umständen, aber Pikiniere sind da natürlich schwierig. Die Mücke, die Mücke! Nee, sie rennen vorbei! Oh. Und da ist wieder das berühmte Pechfeld. Wird's das Spiel nochmal verzögern? Oh, ich dachte wirklich, die Mücke, wenn die hochgeströmt wäre, das wäre der Kill gewesen. Ich hätte es der Mücke so gegönnt. Ich hätte es der Mücke so gegönnt. Aber noch ist nicht alle Tage. Mücke hat 130 Truppen. Ich mach mal jetzt richtig hier vom Tempo nach oben. Ich würde aber fast vermuten, dass Iron kaputt sogar noch vorher rauskommen wird. So ein bisschen hat der Arsch mit Ohren sich wieder aufgebaut. Aber truppentechnisch sieht's komplett düster aus, weil man sieht es hier nämlich schon. Keinerlei Steinbrüche mehr, keine Eisenminen mehr und Farmen auch nicht. Ja, danke. Also, ja, wurde halt einfach alles komplett weggeräumt. So, Mücke.
Mücke, das ist ein Angriff. Ja, das ist ein echter Angriff von der Mücke. Ich spring im Dreieck. Jo, ist natürlich super klein. Es geht halt wirklich alles immer drauf für die ganzen Sorties und Raid-Truppen, aber ist vollkommen in Ordnung. Die Taktik hat sich zumindest in diesem Spiel hier bewährt gemacht und ja, die ganze Burg wird hier jetzt schon umschlungen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier nochmal angezündet wird, der Arsch mit Ohren. Ich glaube, der hatte gerade negative Beliebtheit oder habe ich mich verguckt. Aber das wird der Kill für die Mücke. Ja, uff. Im allerletzten Spiel vom kompletten Turnier, wo sie auftritt, holt sie ihren allerersten Kill. Es ist absolut verrückt, was hier passiert. Ja, schön den Kill aufgeteilt. Und damit haben wir jetzt tatsächlich auch ein 1 gegen 1. Ne? Also goldtechnisch hier komplett andere Welt der Iron kaputt. Wenn er denn mal komplett steht, aber ja wahrscheinlich die Hälfte vom Gold kann man abziehen, weil er davon ja die ganzen Waffen kaufen muss. Also wir gehen damit jetzt auf Fading Witches und hier gibt es eine kleine Änderung. Hier soll der Arsch mit Ohren mal an der Front stehen. Tatsächlich. Und ja, die Mücke steht hier an der Mitte auf der Karte der Iron Kaput hier quasi auf der Tanky-Position, was denke ich mal in Ordnung ist, da hier ja deutlich mehr Spielraum sein sollte. Jo, jetzt geht es hier wirklich nochmal im letzten Spiel um alles. Wer hier gewinnt, hat sich Platz 7 erkämpft und wer verliert, ja, der wird leider das Schlusslicht vom ganzen Turnier, aber ja, ich habe es schon oft gesagt, ne, ich meine, Turnier, allein schon, dass es im Namen draufsteht, hat natürlich immer so ein bisschen kompetitiven Charakter, ne? Und man will natürlich dann auch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Aber ja, finde ich auch mal gut, wenn sowas wie hier dann wieder ausprobiert wird, ne? Dass man jetzt doch einfach mal hier auf einer Karte, wo so ein bisschen mehr Zeit ist, einfach mal den Arsch mit Ohren an die Front stellt. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er deutlich mehr Tank-Potenzial auf dem Papier hat als Jason. Ja, muss man einfach mal ausprobieren. Mehr als nach hinten losgehen kann es ja auch nicht. Der Iron Kaput muss sich hier wieder ganz in Ruhe aufbauen. Die Mücke, ja, hat hier auch richtig viele Holzfäller. Hat schon eine ganze Menge Waffenproduktion auch gebaut. Also ja, die einzigen europäischen Truppen, die die Mücke ja hat, sind die Streitkolbenkämpfer. Also das müsste halt die Kombi sein, ne? Arabische Bogenschützen und Streitkolben. Alles andere hier, also die ganzen Pfeilmacher, die sind eigentlich nur dazu da, um Gold zu erwirtschaften. Ja, kann die Mücke natürlich immer sehr, sehr gut gebrauchen. Da steht der zweite Rundturm schon beim Arsch mit Ohren. Wir gucken uns mal die Zahlen an. Jo, Iron kaputt. Ist noch nicht so ganz in die Gänge gekommen, aber alle Türme stehen jetzt und alles, was jetzt hier an Steinen reinkommt, kann jetzt immer schön verkauft werden für Gold. Und das bedeutet natürlich ordentlich Truppen, immer schöne Waffen, die er sich kaufen kann und die Türme hier mal so nach und nach setzen kann. Also ich muss so wirklich sagen, vom Balancing ist er hier gerade für die Teamphase vollkommen in Ordnung, muss man sagen. Dadurch, dass er eben auch nur Bögen produziert, ja, muss er sich die Armbrüste halt auch kaufen. Um Gottes Willen, es brennt beim Iron kaputt. Eieiei. Und wir wissen natürlich, was das heißt. Uff, 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 uff. Ja, das könnte vielleicht schon der Anfang vom Ende sein. Wenn er einmal brennt, er kriegt sich halt nicht gelöscht. Ne, das steht hier alles nah an nah. Da sind irgendwie zwei Wassertröge. Der eine ist so gar nicht besetzt, weil ja, Pennerhof brennt immer. Keine neuen Bauern kommen und auch die Mücke hat wahrscheinlich nicht allzu viele Brunnen. Ich weiß gerade nicht.
Uff, 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 uff. Ja, jetzt kommt sogar der Arsch mit Ohren, aber der geht auf die Mücke, weil die den Keep weiter vorne hat. Das könnte vielleicht sogar noch mal ein bisschen Zeit für den Iron kaputt schaffen. Uff, das springt wieder zur Seite rüber. Ja, das ist halt immer absolut pervers. Oh Gott, und Jason greift schon wieder an, schickt jetzt aber, glaube ich, nur einen kleinen raus. Obwohl, nee, das ist, glaube ich, doch kein kleiner. Ja, uff, und jetzt hat er, glaube ich, die Gebäude nachgesetzt. Es brennt wieder, aber die Mücke hat hier einmal ganz, ganz kurz geholfen. Da kommen wieder arabische Schwertkämpfer. Mange steht. Oh, das ist eine sehr schöne Teamaktion. Da hat die Mücke hier helfend einmal rüberschwört zu seinem Teamkollegen Iron kaputt. Ja, und versucht hier die nötige Zeit zu verschaffen, dass er sich wieder aufbauen kann. Wie sieht's denn hier aus? Im Kornspeicher ist noch ein bisschen was. Jo, eine richtig fette Kolbentruppe. Ja, sehr, sehr gut. Also, ja, Getreide ist auch wieder ordentlich da, aber gerade keine Mühle. Was Iron kaputt jetzt vor allem braucht, ist Holz, damit er hier alle Gebäude mal wieder so ein bisschen nachbesetzen kann. Ja, sieht schwierig aus. Also ich glaube, er hat halt auch keine Häuser, damit er das jetzt hier besetzen kann. Dafür müsste er halt erstmal die ersten Holzfäller hier durchbringen. Jetzt kommen sie. Aber es könnte vielleicht schon ein bisschen zu spät sein. Jo, jetzt wird das Haus nachbesetzt. Jetzt laufen auch wieder die Bogenmacher hier, zwei Pfeile, aber da greift schon wieder Jason an. Schwierig, schwierig. Uff, das sind sehr, sehr viele arabische Schwertkämpfer schon. Das sind potenziell schon genug, um tödlich zu sein. Ja, das war, glaube ich, leider das Todesurteil. Also, uff, und da brennt es schon wieder. Jo, jo, jo. Ja, nee, das springt wieder nach innen über. Nee, er hat gelöscht. Uff. Aber wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, dass wir jetzt übergesprungen. Weil dann wären die gegnerischen Truppen vielleicht nochmal verbrannt. Jo. Da holt Jason auf der Suche nach dem goldenen Vlies hier den ersten Kill. Ja, wir können einfach sagen, die Mucke hat jetzt das goldene Vlies bei sich. Und wenn das jetzt Jason und der Arsch mit Ohren holen, dann ist er auf seiner Suche auch fündig geworden. Jo, Jason hier schon 200 Truppen. Also, das ist schon ordentlich. Ja, aber trotzdem schön. Die Mücke hat in ihrem allerletzten Spiel tatsächlich das einfach nochmal geschafft. Auch mit dem, das war ja auch der allererste Angriff, ne? Und hat es damit dann sogar geschafft, den Kill zu holen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, aber jetzt sieht es bei ihr natürlich schlecht aus. Hier ist einmal die Feuergasse, die ist absolut pervers. Da kommen schon sehr, sehr viele nach oben. Aber da kommen noch mehr nach. Das war der Kornspeicher. Waffenkammer. Uff, absolut genialer Zug vom Arsch mit Ohren. Hier noch in den letzten Minuten von dem Team. Jo, Mucke kann zwar nochmal verteidigen, aber es ist nur nochmal ein letztes Aufbäumen, um sich an das schöne Summen von der Mucke zu erinnern. Ja, war ja die erste KI, die hier auch so einen Sound mit drin hatte. Plus, ja, die einzige KI neben dem Zwergenkönig, die von Anfang bis Ende so geblieben ist, wie sie am Anfang war. Ne? Da kommt jetzt, oh, Doppelangriff von Jason und dem Arsch mit Ohren. Ja, das erste Ding kann die Mücke noch ganz gut verteidigen. Der Arsch mit Ohren bahnt sich seinen Weg. Ja, wer holt ihn? Ja, der Arsch mit Ohren. Damit teilen sie sich die Kills auf. Der Arsch mit Ohren holt ja das letzte Ding mit seinem Team. Und damit landen die beiden endgültig auf Platz 7. Turniermücke und Iron kaputt, damit auf Platz 8. Aber trotzdem nochmal ein schönes letztes Spiel abgeliefert.
nicht kampflos untergegangen und ja, wie gesagt, Mucke mit dem allerersten Kill im allerersten Angriff im ganzen Turnier. Ehrlich, einfach nur. Ja, also Feedback zu den beiden Teams habe ich ja soweit schon gegeben, ne? Dann wechseln wir einmal rüber. Jawohl, damit wurde hier die erste Entscheidungsschlacht um Platz 7 geschlagen. Der Arsch und das Vlies setzt sich am Ende doch noch mit 2:1 durch. Durch das Anzünden vom Iron kaputt. Ja, Pibaron trotzdem noch ein Spiel geholt mit dem ersten Kill der Mücke im ganzen Turnier. Und das bedeutet, wir haben jetzt die erste endgültige Platzierung. Der Pibaron landet damit auf dem 8. Platz und der Arsch und das Vlies damit auf Platz 7. Ja, nochmal ein kurzes Wort zu allen KIs im Einzelnen. Ne, der Arsch mit Ohren von Lord Phoenix für eine allererste KI auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Muss man einfach so sagen, da gibt es sonst ganz andere Sachen, was die Leute so bauen. Gerade von der Burg, die ganzen Werte muss man eben erstmal kennenlernen. Aber auch da ist der Arsch mit Ohren definitiv eine KI, die schon deutlich besser funktioniert. Der Jason vom Vlies, bei Conti merkt man schon, dass er ein bisschen mehr Erfahrung hat, ne? Hat sich bei Jason auch schon deutlich mehr, ja, so ein bisschen zurückgehalten, ne? Nicht viele Sachen verwendet, die unbedingt stark sind. Und ja, die ersten Spiele ist er ja so ein bisschen untergegangen, ist er auch einmal den Kraken zum Opfer gefallen. Aber dann die letzten Spiele hat er sehr, sehr stark auf triumphiert. Ich glaube, zweimal hintereinander den zweiten Platz geholt. Also, ja, insgesamt auch sehr, sehr gut beim Pibaron, bei Baronschik mit Iron kaputt. Ja, war natürlich im ersten Moment ja so ein Bud Spencer 2.0. Aber letztlich, ich hatte ihn ja nochmal minimal genervt. Und man hat gesehen, dass er komplett fair ist, ne? Also gerade dadurch, dass er nur Bögen macht, er hat nicht viele Armbrustschützen und ist dadurch auch in der Defensive noch komplett ertragbar, kann im annehmbaren Rahmen gekillt werden und auch offensiv konnte er dann durchaus was leisten, ne? Wenn seine Burg erstmal steht. Das war eben so immer das Thema bei ihm. Und ja, die Mücke, je öfter ich sie gesehen habe, umso besser hat sie mir eigentlich gefallen. Auch wenn man natürlich sagen muss, so kompetitiv ist die Mücke eben nicht so gut. Aber sollte sie dann auch letztlich gar nicht sein. Also die sollte auch gar nicht geändert werden. Die sollte einfach ihrem Charakter treu bleiben und einfach immer umher schwirren. Und ja, wurde eben am Ende belohnt, dass sie sogar einen recht entscheidenden Kill hier gemacht hat. Ja, das war wie gesagt das Spiel um Platz 7. Dann kommt morgen das Spiel um Platz 5. With Heart and Mind, Terence Hill und der raschen Boykisser gegen die Tusk-Schweinchen, die Tusken-Bande und das Meerschweinchen in dem Sinne. Wir werden sehen, aber eins ist sicher, alles wird gut. Hau ihn endlich um! Womit denn? Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir.